Bin ja gerade überlegen, doch die Cam anzumachen. Manchmal sind wohl. Ich hab gerade Gesichtsengleisung gehabt, als ich gelesen habe oder gehört habe, dass Meerschweinchen in Alkohol gelegt. Okay. Supi, wir haben noch was gemopst. Butternapf. Essenslift. Ich kann ja einfach meine Güte. Haken. Wir gucken uns mal das Gemälde an. Vielen Augen. 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 Lumpi. Lumpi hatte Hunger, oder er war müde, oder gelangweilt. So genau wusste man es bei ihm nie. Hier fehlte entweder ein Bild, oder es gab einen Haken zu viel. Okay. Ist hier noch was? Oh, Tollkirschen. Oben an der Wand schien es eine Art Haltevorrichtung zu geben. Aber ohne mehr Licht kam Lilly hier nicht weiter. Das heißt, wir müssen ja Shawnee irgendwann wohl das Feuerzeug klauen. Was ich jetzt gerne ausprobieren würde, ist ja, wir haben ja jetzt das Piekse-Ding. Verdammt! Damit kam Lilly zwar in die Löcher, aber sie konnte die Schrauben nicht drehen. Sie brauchte... Okay. Gibt's hier sonst noch was? Nö. Gut, dann gehen wir mal wieder in die Haupthalle. Wir gehen in den Klosterflur. Und sagen ihr, dass das ein Puma Birgit werden soll. War die liebliche Mus. Achso, ja, bla bla bla. Du lenk mich nicht ab! Du siehst doch, dass man erkennt. Ja, ja, hier, Tiere. Jetzt komm doch mal zum. Dir fehlen scheinbar ein paar. Hast du aus meinen mehrfach prämierten Stil. Jedem Tier lässt sich. So steht der. Ja, ja. Es gibt natürlich das Star. Darum wird man es auch. Aber vielleicht. Oh, okay, dann. Hast hier. Du eigentlich. Na dann, pronto! Wie denn? Warum denn? Und. Hä? Leck mich doch! So, wir können die Vitrine hier auch öffnen. Wie so oft waren Lillys Bemühungen vergebens. Nur die Oberin konnte die Vitrine öffnen. Oder wir nehmen das spitze Ding. Wie so oft. Nur okay. Die Oberin. Okay, nur die Oberin. Die Oberin. Ich will das Adlermodell Lass jetzt haben. Das brauche ich. Hier stechen sie jetzt mit dem Ding hier. Das Meerschweinchen. Murmeln. Wieso sind denn die Murmeln? Achso, weil das so ist. Es hat sich erledigt. So, wir gucken, ob Kapu noch irgendwas zu sagen hat. Du wirkst so angespannt. Ist irgendwas? Lilly hätte gerne von ihren Sorgen erzählt, aber sie wollte Edna nicht verraten. Falls was ist, ich bin immer für dich da. Ich mach mir Sorgen um dich, weißt du? Okay. Können wir eventuell mit dem Ding... Es war hoffnungslos. Ednas Ballon hing außer Reichweite. Ah, wahrscheinlich deswegen, denn oben den Kronleuchter ablassen halt. Ja, verstehe, verstehe. Ist klar. Ich habe keine Ahnung, was wir damit jetzt anfangen können. Vielleicht können wir hier Shawnee niedermetzeln. Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lilly musste wohl einen anderen Weg finden. Wie schade. Moment, wenn wir hier schon am Rum sind, geht's hier vielleicht noch irgendwo anders hin? Schulteich ins Kloster. Ne, hier ist jetzt uns auch nicht so. Vielleicht können wir die Termiten nehmen können. Wie es aussah, hatten die. Und ja, das ihm auch. Hätte. Und wenn wir schon hier das Glas mit dem Meerschweinchen geben?
Shawnee schien nicht, Lilly musste wohl... Hallo, es ist ein Meerschweinchen in einem Glas. Wer wäre da nicht interessiert? Hier gibt es jetzt auch nicht mehr so viel. Das haben wir auch schon alles gemacht. Wenn das Selbstbeherrschungsmotiv nicht heute... Selbstbeherrschung ist wichtig! Die obere... Vielleicht sollte sie die Marke wechseln. Wenn wir mit dem... Für die oberen zählten nur Resultate. Warum sollte Lilly sie also mit Zwischenergebnissen belästigen? Kleiner Klugscheißer, unser Erzähler hier, ne? Kleiner Klug. Und ich weiß doch wieder mal nicht weiter. Wenn wir vielleicht Gegenstände miteinander kombinieren, indem man was sagen zu führt, dann toll. Das Meerschweinchen war scheinbar nicht hungrig. Lilly würde es später füttern. Aha. Pass auf, da kommt mir eine Idee. Ich bezweifle zwar, dass das geht, aber man könnte ja die Murmeln in die Augen hier stecken und dann sieht das aus wie Augen. Okay, das geht nicht. Und können wir die Mietzen hier mit dem Murmel spielen lassen? Lilly bezweifelte, dass Lumpy das essen wollte. Du sollst ja auch damit spielen, du Dummsack. Dann füttern wir mit der Koltkugel. Lilly bezweifelte... Lilly bezweifelte, dass Lumpy das essen wollte. Lilly wollte es sich nicht mit der lustigen Blume verscherzen. Pflanzen waren die einzigen, die ihr noch zuhörten. Ja, deswegen füttern wir die ja. Die Lust zum... Okay, das können wir... Lilly hatte die Funktionsweise des Essenslifts einigermaßen verstanden. Man nahm das fertige Essen heraus und stellte das dreckige Geschirr wieder hinein. Oh, ich habe keine Ahnung. So oft habe ich mal wieder keinen Plan. Lilly hatte eine famose Idee, wie sie ihr Leben entscheidend verbessern konnte. Sie kicherte innerlich und sparte sich die Option für später auf. Hier, kleiner Klugscheißer, unser Erzähler. Richtiger kleiner Klugscheißer. In den Schlafsaal. Genau. Ich nehme mal an. Ey, Mädels. Was hast du denn jetzt schon wieder? Ich hoffe, es ist eine Waffe für den Kampf gegen die... Das ist ja ein echter Sprengzünder. Und der ist scharf. Du musst ihn entschärfen, Zuka. Schnell! Aber womit denn? Mit der Kraft der Liebe! Was? Bist du denn... Warte! Ich weiß! Das war knapp. Das petzen wir der Oberin! Genau! Diesmal bist du wirklich zu weit gegangen, Lilly. Das geht bloß in deinem Kopf vor. Du bist viel behämmerter, als ich dachte. Voll Ungumbo! Jetzt steh da doch nicht so rum! Schaff uns endlich diese Bombe vom Hals! Bring sie irgendwo hin, wo sie keinen Schaden anrichten kann. An einen bombensicheren Ort, ein feuerfester Kessel oder so. Wollte ich gerade sagen, geh doch in den Ofen, aber jetzt mit Tarnnadel. Schön, aber ich dachte, die beiden wollten die Schule in die Luft jagen, deswegen habe ich den ihnen ja gezeigt. Wir sind Frauen. Ich guck schon wieder in die Kamera. Ja, komm da jetzt raus. Wir müssen leider
Das war der perfekte Ort, um den Sprengkopf loszuwerden. Was ist das? Was hast du da? Endlich konnte Lilly die Haarspange nehmen. Muss das so blinken? Ja. Lilly schloss die Tür wieder, damit niemand Memphis Versteck fand. Lilly? Lilly? Irgendetwas schien heute mit Lillys Ohren nicht zu stimmen. Andauernd hörte sie irgendwelche Geräusche. Okay. Was ist hier denn passiert? Es geht dann ab. Ist der Ofen total im Arsch? Scheiße. Wie sollen wir jetzt irgendwie das Feuer anmachen? Egal, wir haben eine Haarnadel. Können wir hier jetzt noch irgendwas machen? Wir können Konserven losen, aber... Lilly verstand sich blendend, darum wusste sie auch... Der Ofen war schwarz und leer, wie der Spiegel, von dem Lilly immer träumte. Okay, mehr gibt es hier auch nicht. Ich nehme mal an, dass uns jetzt mächtiger Anschiss erwartet. Wir können ja mal mit ihm reden, wir haben mit dem Ofen gesprengt. Wer kommt denn da in das? Hau ab, oder schlepp. Okay, keine Option. Kantine. Nee, jetzt haben wir ja die Haarnadel. Vielleicht können wir damit jetzt... Perfekt! Die Haarnadel passte genau in die Löcher. Das ist ja interessant. So, jetzt haben wir hier die Masken. Okay. Und dann war da ja noch deine Haken. Ich nehme mal an, ich nehme mal einfach hier die wütende. Vielleicht passiert ja irgendwas. Diese Idee konnte Lilly am besten gleich wieder an den Nagel hängen. Okay. Jetzt fehlen jetzt ist doch nur noch. Ich weiß nicht, aber vielleicht geht das? Das war sicher nicht das Ideale. Und solange Lilly. Okay. Frag mich, was wir jetzt mit den Dingern machen. Vielleicht mag Johnny Schilili musste wohl ein. Gut, dann gehen wir nochmal in den Schlafsaal und bleib uns bloß vom Leibe! Du hast doch den totalen Sockenschuss, hier mit echten Sprengsätzen durch die Gegend zu laufen. Voll zu hardcore. Geht gar nicht. Nieder mit den dunklen Mächten! Ja, Glitzer, Einhorn, Kaki, vorwärts! Badam, badam, badam. Geht's hier noch irgendwo hin? Ist hier noch irgendwas zu machen? Lillys Schlafzimmer. Eckkissen. Lilly hatte kein... Die Oberin ließ sie nur... Aber selbst die bekam Lilly nicht gut. Das Edna hier gibt's auch nicht mehr. Aber wir können ja vielleicht nochmal mit Edna reden. Und? Kommst du voran? Edna, Garrett, Edna... Okay. Okay. Okay.
pass auf, er wollte ja noch, wir nehmen mal die Fröhliche. Und was fehlt jetzt noch? Was ist denn das mit dem Notizblock hier? Wie jeder weiß, erzeugt jedes Essen genau eine Emotion und fördert eine Eigenschaft. Mit Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig, denn nur sie verhalfen mir immer zu großer Stärke. Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Kokosnüsse bewahrten mich immer zuverlässig vor Schläfrigkeit. Fülle zunächst das Gitter mit Hilfe der ersten drei Tipps aus. Ich hab keine Ahnung. Ich hab so null Plan. Okay. Viertens, an diesem einen speziellen Tag, an dem ich den Tempelrittern half, war ich weder fröhlich über einen Apfel noch wütend über eine Banane. Ich war aber auch nicht traurig über... Was? Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. Ich hab doch keine Ahnung. An diesem einen speziell, ich war aber auch nicht... Ja, ja, okay, da wiederholt er das einfach. Wie jeder mit F... Okay, da wird er irgendwie wieder weg. So. So. Was fehlt denn da jetzt noch? Fehlt da jetzt ein Tier oder fehlt eine Emotion? Pass auf, wir stellen mal einfach noch hier so. Ah, nee, okay. Und wenn wir das Meerschweinchen... Das war die Erinnerungsstütze des Alten. Wenn Lilly wollte, dass er eine Emotion, eine Eigenschaft und etwas Essbares... Okay, also fehlt uns noch die Eigenschaft. Ist hier sonst noch irgendwas zu sehen? Nö. Da können wir ja noch nicht ran. Vielleicht können wir ja mit der Haarnadel jetzt... Wie so oft. Nur die obere. Arschlecken! Reden wir nochmal mit Birgit. Vielleicht. Lenk mich nicht, du siehst... Ja. Hast du ein... Doch. Ein Puma. Mach mal ein Puma. Es ist zum Mäusemelken. Wow, die sich jetzt erst Knallfrosch. Was gibt's denn hier noch? Ein Gargoyle, noch ein Gargoyle. Ich würde gerne an die Knallfrosche. Knallfrosche. Wie waren die nur dort hinaufgekommen? Hier geht's in die Haupthalle. So, ich dachte, hier geht's jetzt noch irgendwie irgendwo hin. Wie doof. Vielleicht die Kokosnuss? Lilly durfte ihre Sachen nicht mehr kaputt machen. Heute waren die Kokosnüsse ruhig. Das machte aber nichts. Lilly wusste mittlerweile genug über Schrumpfköpfe. Irgendwie müssen wir ja... Hier gibt's doch nichts mehr. Du
wüsste jetzt auch nicht, was man noch miteinander kombinieren könnte. Wir reden nochmal mit Doris. Der Ofen ist in die Luft geflogen. Du schon wieder? Du solltest außerhalb der Essenszeiten nicht so in der Kantine herumstromern. Da sind schon die merkwürdigsten Unfälle passiert. Und für fast alle habe ich ein Alibi. Aber nur für fast. Du, bevor du wieder nach Essen fragst. Es ist jetzt schon Stunden her, dass meine Finger ein Einwegglas in der Hand hatten. In dieser Phase werden meine Hände immer leicht nervös. Sie knacken alles, was ihnen in die Finger kommt. Kinderbeinchen, Kinderärmchen. Ich habe sie einfach nicht unter Kontrolle. Da fällt mir was ein. Pass mal auf, wir haben hier ja... Wir geben ihr erstmal die Kokosnuss, um zu gucken. Mach mal auf. Legt das sofort wieder zurück! Das Obst ist nicht für euch Kinder! Wäre noch schöner, wenn sich hier jeder selbst bedienen würde! Entschuldigung. Dann mach mal das Glas ab. Jetzt schlägt's aber Ding-Dong! Hab ich dir nicht schon tausendmal gesagt, dass du hier nichts zu suchen hast? Na warte, ich... Darf ich das mal haben? Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Na, danke. Das war knapp. Und jetzt nimm dein Zeug und verschwinde. Aber pronto! Okay, wir haben das Meerschweinchen aus dem Glas mit Alkohol. Mit Alkohol. Das auf Alkohol ist ja... Wenn es vorm Aldehyd ist und vorm Aldehyd... Ich glaube, es ist vorm Aldehyd, da werden ja Sachen eingelegt. Und er brennt, glaube ich. Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lily musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Gut, wir haben auch noch ein Meerschweinchen. Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lily musste...